Hallo und herzlich willkommen zum Medienforum mit Weiler. Knapp ein Jahr Arbeit, viele Energydrinks und eine Menge liegen gelassener Nerven. Ja, so kann man die Arbeit unserer beiden diesjährigen Producer Lisa Mund und Florian Bernhard ganz gut zusammenfassen. Zwei lange, anstrengende Tage neigen sich nämlich dem Ende entgegen. Ja, und ihr kamt diesen zwei Tage eigentlich kaum zur Ruhe. Ihr wart nur auf Achse. Unsere, ja, nenne ich mal Chefetage, Flo und Lisa. Und wie geht's euch eigentlich nach den zwei Tagen? Ich würde sagen, ich muss mich ein bisschen korrigieren. Also ich fand die zwei Tage nicht so anstrengend, weil wir einfach ein richtig gutes Team haben. Das ist halt das an den beiden Kongresstagen, da können wir beide auch mal etwas mehr genießen als arbeiten. Und das hat man halt gemerkt und ich finde, das haben wir unserem Team zu verdanken, weil die halt so eine super Arbeit nebenbei geleistet haben, dass wir nirgendwo einspringen mussten. Es ist wirklich so, das ist der Wahnsinn. Also konntet ihr auch einige Panels und auch Workshops mitnehmen oder ging das für euch? Also Workshops nicht, da musste man sich ja vorher anmelden, das heißt, die waren alle ausgebucht, aber Panels, also ganz im Studio drin gesessen habe ich jetzt nur bei zweien, aber wir konnten in der Referenten-Lounge ja den Livestream verfolgen und haben dann mit ein paar Referenten auch geredet und das war auch ganz cool. So im VIP-Bereich, ja? Ja, genau. Da gehört ihr ja auch rein. Ja. Danke. Und ganz ehrlich, Flo, du hast diesen Adler in deiner Hand, was macht der da eigentlich? Das ist ein Projektadler. Okay. Quasi in dem Projekt, was das Medienforum ja für uns war, gibt es ja immer so verschiedene Kategorien. Da gibt es einen Adler, da gibt es, was gibt es da noch? Es gibt den Fuchs, es gibt den Hasen und es gibt die Projektgans, die zum Beispiel der Professor Amrein wäre. Ihr wisst schon, dass die Prüfung durch ist, ne? Die Frau Hule gibt euch da jetzt keine Punkte mehr drauf. Ja, wissen wir. Okay, gut zu wissen. Ja, und genau, und der wissenschaftliche Beirat, also die Professoren, die uns betreut haben, haben uns jetzt zum Dank, quasi weil wir immer der erste Ansprechpartner sind und weil wir das Projekt halt quasi geleitet haben, aus Dank dafür, weil wir es halt so gut gemacht haben anscheinend. Vielen Dank dafür. Jeweils so einen tollen Adler geschenkt. Oh, ne, wirklich. Aber nur einen für euch beide? Nein. Nein, meiner ist bei den Giraffen, die das Kongressteam von unserem Finanzchef bekommen hat. Ach so, du wolltest die ganzen Tiere so unter sich lassen. Nee, ist richtig, klar. Ne? Sonst fühlen die sich gegenseitig, also einsam und so. Das geht gar nicht. Ja. Und was war eigentlich euer Highlight? Hattet ihr ein Highlight die letzten Tage? Oder? Also so von thematisch her könnte ich mich da echt nicht festlegen. Aber so im Generellen die Zusammenarbeit des Teams im Ganzen. Also wir hatten halt so ein tolles Team, da würde ich das schon als Highlight bezeichnen. Also so ein persönliches Highlight, was die Panels angeht, ja. Also ich fand mein Podcast-Panel sehr schön, das habe ich sehr gefeiert. Aber ansonsten die Teamzusammenarbeit, die war einfach super und die hat mich sehr stolz gemacht. Super. Und was geht heute bei euch noch? Feiert ihr heute noch? Also ich nehme an, heute wird noch ordentlich gefeiert, oder? Wir bauen jetzt zusammen ab. Natürlich, nebenbei läuft ja jetzt gerade noch das Udo-Steinberg-Symposium, danach wird gemeinsam abgebaut. Und dann hoffen wir, dass wir heute Abend mit allen im Club feiern können. Na, auf jeden Fall. Und würdet ihr es wieder machen? Oder wenn ihr die Wahl hättet, es nochmal machen zu können? Auf jeden Fall. Also es war schon sehr stressig teilweise. Es gab so Höhen und Tiefen, aber letztendlich hat immer alles so gut funktioniert und das hat einfach so viel Spaß gemacht, auch mit den ganzen Leuten und auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, sehen wir uns heute Abend dann alle beim Feiern im Club. Das hoffe ich doch. Lassen das Medienforum ordentlich ausklingen und euch noch einen schönen Abend und bis dann. Vielen Dank.